Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Way to Masters 2v2, ganz wichtig zu erwähnen. Mit mir und... Mir. Genau. Ich hätte eigentlich sagen müssen, Miauz, genau. Nein, ich will aber kein Pokémon. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wäre cool. Es gibt bestimmt ein Pokémon namens Lukas inzwischen, also... Ja, dann mache ich mir ja nur noch so komische Sachen. Ich will die neuen Pokémon gar nicht wissen. Ne? Ich auch nicht. Was war das letzte, was du gespielt hast an Pokémon? XY, ja. Da bist du bei mir. Wobei, ich habe sie angespielt, aber irgendwann aufgehört. Also, ja, das sind auch, so, war noch mein Ding. Das war nicht mehr pfeilig, vor allem diese komische Schlüsselbund, ey. Ein Pokémon, das einfach nur ein fucking Schlüsselbund ist. Oder die Eiswaffe. Ja. Jetzt aber gegen. Etwas niedriger. Ja. Platin und Silber. Protoss und Terran. Also, was ich halt ganz cool fand, war wirklich Saphir, Rubin und Smaragd, weil irgendwie fand ich die besser als Gold, Silber und Kristall. Gold, Silber? Echt? Ja. Ich habe als kleiner Junge mit einem Freund so Silber durchgesuchtet. Das war schon abnormal. Immer nach der Schule direkt zu ihm und damals noch schön mit dem Kabel die Gameboy Color zusammengebunden. Boah, das war so göttlich. Vor allem später, so, ich weiß nicht, ob es ab Gold und Silber auch schon war, ab Smaragd und so, war es halt so, dass wenn du mit jemandem gelinkt hast, den seine Daten ins Spiel überall eingespeist wurden und es halt neue Trainer gab mit seinem Pokémon und so. Das war halt schon sehr geil. Mit denen kam ja dann auch das Online, ne? Nicht mehr. Keine Ahnung. Ich habe Advanced nie gespielt. Ja, es war. Komm, da zu durcheinander. Ich sag jetzt hier nichts Falsches, lieber. In diese Map wieder. Oder war das die Generation darauf, glaube ich, war es denn? Wo ja dann auch diese World. Online. Ja, wo dann die im Pokémon Center die World-Dinger. Der obere Etage eingeführt wurde. Mittlerweile gibt es ja 50 Etagen für 50 verschiedene Verbindungsmöglichkeiten, hast du nicht gesehen. Wir haben eine Pro bei uns, ne? Die okay. Ist so auffällig nach hinten irgendwie. Hat aber doch einen Pfeil angesetzt. Welch Schelm. Aber die fährt nicht mehr. Was macht sie? Unfug. Ja, das dachte ich auch gerade. Ist so vielleicht noch eine zweite irgendwie? Ja, aber die ist so weit weg. Dann habe ich ja schon Easy Marine draußen. Ach, du bist auch Terran. Ach so. So ist das, ja? Ich bin auch Terran, ja. Ach so ist das, ja? Ja. So willst du mir kommen. Mir meinen Platz klauen. Ja, du musst endlich deinen Platz lernen. Und der ist hinter mir. Eigentlich bin ich vor dir. Wieso? Weil mein Marine halt steht so mit dir auf einem Level, aber das WBF ist viel weiter vorne. Shit, du hast recht. Ich schicke auch ein WBF. Das kommt aber nicht mal rechtzeitig an. Ah, guck dir das an. Zwei Marines und ein WBF. Was sagst du jetzt? Ja, jetzt ist das hier wieder so uncool. Da muss man erstmal tanzen. Siehst du? So cool bist du nicht. Oh, ich vergesse das immer mit dem Tanzen. Also ich mach Mac, falls dir das zuspricht. Mir spricht alles zu. Ja, ich habe ja eben sehr gern Bio gespielt, dachte ich, ich spiele gern Mac. Ich kann kein Mac, aber ich spiel's gern. Ich spiele auch gern Mac. Und ich kann's einigermaßen, aber ich möchte nicht Mac spielen. Reapers! Reapers! Einer. Hat nicht ein SCV mitgenommen. Ja, die Dinger machen ja auch keinen Schaden mehr. Das war ja eins der großen Abwachs. Ein Hard of the Swarm. Reaper down. Ich habe so gerne Reaper gespielt und. Das war halt so eine Suicide-Unit. Du hast sie reingeschickt und du hast auch nicht erwartet, dass sie rauskommt. Ja, aber jetzt das ist ja es jetzt so anders. Ja genau, und jetzt ist es genau andersrum, dass du die Möglichkeit versuchst am Leben zu erhalten, weil die ja wieder regenerieren. Ja, die haben sich voll eingewollt, die Kacknasen. Und der geht auch auf Bio, der eine. Okay. Ich denk mal, dass da die T-Scom könnten.
Das wäre uncool. Weil so, er hat ja so halt so hinten Jack-Lab direkt den einen Pylon gebaut. Das spricht für mich irgendwie für die Keys. Ja gut, aber ist die Frage, ob er sich dann jetzt nicht anders überlegt hat. Weil er hat den Pylon nicht drin und... Er hat aber gerade sein Warpgate-Technology halt gechrono-boosted. Und das wäre für mich jetzt vielleicht noch so ein Indiz. Nicht zwingend, aber... Sollte man in Betracht ziehen. Jo. Upgrade complete. So, wir gehen beide auf die Goldechsen. Ja, und ist auf der Map ja auch das einzig Sinnvolle, ne? Irgendwie schon, ja. Da machen die Hellions jetzt irgendwie keinen Sinn, wenn ich da nicht reinkomme. Ja, doch, die machen Sinn. Die sind extrem tanky auch. Vor allem, wenn es erstmal Hellbert sind. Lalalala, Gold-Echse. Es war klar. Was denn? Dass sich eine SCB einbaut. Ich hatte die... Ja, okay. Keine Ahnung. Du kennst doch, wie SCVs sind. Mein Gott. Ja, sie nehmen immer den bestmöglichen Weg. Ja. Ui, ein Marien. Ein Marienkäfer? Ja. Mit ganz vielen Punkten. Ich glaube aber, dass die Marines tatsächlich ihre eigenen Einheiten irgendwo abgeschossen haben, weil gerade eben bist du halt da durch und die haben noch weiter auf irgendwas geschossen, das hat man gehört. Okay. Das bringt uns zwar jetzt nicht so viel, aber sie machen sich gegenseitig fertig. Oh, scheiße, jetzt habe ich keinen Scan verraten. Ich wollte gerade vorschlagen, dass ich mal scanne, was die machen. Ich könnte ja ebenfalls anbieten, aber keine Energie. Toll. Warum sagst du es mir dann? Das war doch auch mein Problem. Ich wollte nur kommunizieren. Alles klar. Also, ich glaube, dass wir voll abgehen werden, Eco-mäßig, wenn die nicht langsam mal rauskommen. Ein bisschen, ja. Aber ich denke mal, die Intro-Goldex haben die aber auf jeden Fall. Ja. Protoss ist links. Twilight Council und 0-0. Eine Menge. 0-0. Ja, aber. Rad sprengt's nicht, Blink geht dann nicht offensiv. Spricht für die Tees eigentlich. Research. Aber der hat doch ein paar Sentries und so. Keine Ahnung. Ja, jetzt wird zu spät für die Tees. Und Bio vom Terraner. Dann nehme ich einfach mal Mars Echsen, ne? Ja, ich bin auch dabei. Ich mag das. Oh, das stimmt da direkt für die Hellions. Ja, man muss ja auch mal zeigen, dass man ambitioniert ist. Ja. Der kommt zu deinen Hellions. Ja, ja, ich sehe das schon. Der kommt mit allem. Ja, die kommen mit allem. Jetzt habe ich keine Detection und laufe mit meiner Mine. Pass auf. Also eine Robo haben wir zwar gesehen, aber nichts weiteres. Ich bin übrigens mal mit einem Marine so in Scouting-Stellung gegangen. Ja, die kommen oben rum. Oben rum, alles klar. Dann lasse ich die Minen unten. Das ist cool, ich habe einen Ghost, aber er hat nur eine EMP. Jetzt können sie ja gerne mal versuchen zu kommen. Ich glaube, das machen sie nicht. Die rennen unten rum. Oder voll rein. Emergency.
SCV ready. Und Upgrade complete. Ah, you scared me. SCV ready. Dann will ich mal dafür sorgen, dass da kein Drop mehr landet. Yep. Komm unten rum. Solo. Ghost reporting. Nee, tut's auch nicht. Das sind so Pussys, ne? Ja. Voll scheiße und dumm von denen klug zu spielen. Wieso klug? Ja, die engagen nicht. Wir sind mit uns, ja, aber sie haben auch den Eco-Nachteil. Wissen wir nicht. Oft. Wir wissen nicht, ob die jetzt inzwischen die Ex haben. Ja, aber wir hatten die schon viel früher. Ja, das ist wahr. Und ich habe schon eine neue Exe. Ich voll Exe-Meister bin. Ich sehe aus wie eine Exe. Ich habe sogar schon zwei neue Exe. Dafür habe ich Ghosts. Ja. Das ist, weil ich kein Bio spiele. Aber ich habe Ghosts. Das ist ein Argument. Gehen wir doch mal mit den Marines auf Erkundungstour. Ah! Mineral Field depleted. Our allies are being attacked. Ah, der wollte oben droppen. Ah. Was ein Ablenkungsmanöver hier. Ich glaube, dass wir die schon voll wegmetzeln könnten. Ja. Ich würde nur gerne noch ein paar Tore bauen. Ups, Alter. Tore? Fürs Fußball? Ja. Der alte Fußballgott hier. Tor. Das ist nicht schlecht. Oh Mann. Oh Mann. Hast du noch Gas? Nicht viel, aber ich kann ja ein bisschen geben. Ja, kein Ding, dann brauche ich ein paar mehr Helden. Genau. Der Damage. Lol, jetzt scannt er mich nochmal, weil die Medivex so nicht genug sehen. Ne? Was steht da Schönes? 1-1 Bio. Alles klar. Kann er ja gerne mal versuchen reinzurennen. Ich hab ein bisschen Damage gemacht und komm jetzt zurück, ne? Wir können jetzt einfach drauf. Ich bin Max Supply. Ich noch lange nicht. Ich hab 1400 also wenn, auf der Bank. Ich hab 3000 auf der Bank. Deswegen würde ich jetzt gerne ein bisschen anfangen zu traden. Ja, können wir. Ui, der hat aber. Die haben immer noch nicht die Goldechse. Ja, da brauchen die auch nicht. Ich sehe uns jetzt einfach nach vorne. Können die ja gerne mal versuchen, was zu machen. Brauchen wir nichts versuchen, dann machen wir was. Ja. Ja, da wollte er gerade mit Titan-Templern kommen. Hehe, Ibis. Ja, das sieht schon wesentlich besser aus. Ein bisschen, ja. Bei unser Upgrades. Das dürfte dann hiermit wohl offiziell gewonnen sein. Ich denke. Vor allem dieser Tech, High Templar, aber dann doch Doppel-Robo. Ich, ja, gut. Das ist jetzt halt wirklich ein ganz anderes Level als das erste Game. Ja, das erste war halt echt schwer. Das hier war so, ja komm, lassen wir die mal da machen, was sie machen und bauen uns währenddessen auf. Ja, also, wenn man nicht äxt und dann aber so viel Freiraum trotzdem gibt, ja, sind sie selber schuld. Also da hätten sie aggressive spielen müssen, um halt die Exen von uns zu denyen, aber dadurch, dass wir halt an die Gold konnten, wie die Blöden, na, selber schuld, ne? Ja. Gut. Konnten sich wohl nicht entscheiden, was die machen wollen. Weil der eine hat ja ziemlich viel getaggt auf One Days oder ich denke mal der Terraner war noch. Ich glaube einfach, das Problem war, das waren random Spieler, die zusammengespielt haben. Ja, es schien mir keinerlei Kommunikation zu sein, weil der eine ist vor, der andere ging woanders lang und immer wieder sind sie aneinander und wieder auseinander. Ja, und dann konnten sie sich auf den Push einigen, aber bis dahin hatten wir dann schon zu viel. Ja.
Palmen kommen sie dann oben rum und müssen erstmal die Steine wegmachen. Ja, das war halt kritisch für die. Da standen die Siege Tanks von dir wieder und dann war Ende. Ja. Na gut, ich würde sagen, mit diesem taktischen Einblick in dieses untaktische, langweilige Match. Ja, es war halt echt nicht spannend, aber wie gesagt, die ersten fünf Platzierungsmatches, gut, das letzte war einigermaßen dadurch, dass wir hochplatzierte Gegner direkt bekommen haben, aber das jetzt war... Du tust gerade so, als hätten wir das erste gewonnen. Ja, aber... haben wir nicht? Es muss sich ja wenigstens so anhören, weißt du? Ich muss ja die Leute bei Laune halten. Okay, okay. Wir verraten das Ergebnis einfach nicht, wir haben es ja noch nicht gesagt. Eben. Gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Und du? Ich sage auch, ich verabschiede mich hier. Okay. Prost. Auf ein neues in der nächsten Folge.